Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch 8 Mile in der Vinyl Edition von Eminem. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. 8 Mile von Eminem, das Ganze aus dem Jahr 2002. Wir werden das Ganze mal aufmachen, also die Folie entfernen und uns dann im Detail ansehen. So, hier unten haben wir so eine entsprechende Schweißnaht. Am besten hier einstechen. So. Das Ganze ja passenderweise zum Film erschienen. Damals im Jahr 2002, 8 Mile erschienen. Sowohl der Film als auch natürlich der zugehörige Soundtrack. Und dieser in CD-Form und Vinyl erschienen. So sieht das aus. Wir haben hier das bekannte Cover. Also wir haben hier Eminem, wie er gerade einen Müllsack über der Schulter die Straße entlang trägt. Oben rechts haben wir dann hier so ein Straßenschild, so eine Leuchtreklame. Hier lesen wir 8 Mile Road, Mobile Kurt. Music from and inspired by the motion picture 8 Mile. Und hier unten haben wir dann noch einen Verbraucherhinweis auf Englisch. Gut, also das Ganze kein reguläres Eminem-Album, sondern eben wirklich der Soundtrack zu dem Album. Bedeutet, wir haben hier unterschiedlichste Interpreten. Hier auf der Seite lesen wir dann auch nochmals Music from and inspired by the motion picture 8 Mile. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Und zwar haben wir insgesamt 16 Tracks an der Zahl. Diese verteilt auf 2 Vinyls. Auf A- und B-Seite bei der ersten Vinyl und natürlich C- und D-Seite bei der zweiten Vinyl. Und wir haben hier jede Menge Interpreten drauf. Und zwar haben wir unter anderem Eminem, Obi Trice, 50 Cent, D12, Jay-Z, Exhibit, Nas, Rakim und noch ein paar andere. Das nur soweit die bekanntesten. So, dann schauen wir mal hinein. Jawohl, jetzt haben wir den Inhalt komplett entnommen. Und zwar haben wir hier 2 Vinyls und dann haben wir auch noch so ein mehr oder weniger Booklet, so einen Einleger. So sieht das aus. Hier haben wir Eminem nochmal hier im Schatten, im Dunkeln stehen, seitlich abgebildet. 8 Mile lesen wir auch hier. Dann haben wir die Credits zum Album. So sieht das aus. Und auf der Rückseite haben wir ein paar Filmszenen abgebildet. Und natürlich dann noch die genauen Infos zu den einzelnen Tracks, also wer da ran beteiligt war, wer da mitgewirkt hat. Sehr schön, das Ganze quadratisch. Gut, dann kommen wir zu den Vinyls. Diese werden in so weißen Papphüllen mitgeliefert, hier zum Schutz, also in so weißen Papierhüllen, wie man das kennt von Vinyls. So sieht die erste Vinyl aus, das ist in dem Fall die A-Seite. Hier haben wir die ersten 4 Tracks aufgelistet und hier sehen wir in der Mitte in schwarz-weiß ebenfalls Szenen aus dem Film. 8 Mile, hier gerade Eminem live auf der Bühne. Die B-Seite sieht dann so aus. Lesen wir nur 8 Mile, ansonsten nichts weiter. Also die Rückseite deutlich schlichter gehalten als die Vorderseite. Und dann haben wir natürlich auch noch die zweite Vinyl. Diese ist ebenfalls individuell gestaltet. Und zwar haben wir hier dann auf der C-Seite Eminem abgebildet in dicker Jacke und Haube. 4 Tracks hier aufgelistet. Und auf der Rückseite dann wieder wie auch schon auf der ersten Vinyl 8 Mile zu lesen. Und hier 4 weitere Tracks aufgelistet. Die Vinyls klassisch in schwarz gehalten. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Also die beiden Vinyls, diese Doppelvinyl hier, A, B, C und D Seite mit insgesamt 16 Tracks, 4 pro Seite. Und dann dieser Einleger hier mit den Credits und diesen genauen Infos zum Album, zu diesem Soundtrack.
Das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition von 8 Mile von Eminem. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Eminem unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.